Russland demonstriert seine wiedererstarkte Militärmacht beim größten Manöver seit Sowjetzeiten. Rund 300.000 Soldaten nehmen daran in Sibirien und im fernen Osten Russlands teil. Dazu werden nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau 36.000 Militärfahrzeuge und Panzer sowie über 1.000 Flugzeuge und 80 Marineschiffe eingesetzt. Anders als beim russischen Manöver 2017 an der Westgrenze zur NATO bemüht sich Russland diesmal, die Nachbarländer zu beruhigen. China zum Beispiel wurde eingeladen und beteiligt sich mit Soldaten und Flugzeugen an der Übung. Auch die benachbarte Mongolei ist dabei. Eine Woche lang sollen die Übungen dauern. Dabei will die russische Armee auch ihre neuesten Waffensysteme einsetzen. Die Demonstration militärischer Macht fällt in eine brenzlige internationale Lage. Für die NATO zeigt das jüngste Manöver, dass Moskau den Schwerpunkt auf das Einüben von Großkonflikten lege. Der Kreml beschuldigt die NATO, immer näher an seine Grenzen heranzurücken und Russlands nationale Sicherheit zu gefährden.